Wenn meine Oma oder meine Mama ein ganzes Hühnchen gemacht hat, aber dann waren ein paar Buben, also Kinder und gleichzeitig vielleicht Nachbarn und jeder hat heruntergezupft. Jeder hat ein Stück gehalten, verstehst? Entweder Flügel oder ein Dings halt. Und dann hat jeder gesagt, darf ich noch einmal, push! Und das war in 2 Minuten weg, ein großes Hündchen, verstehst du? So eine fette große. Und dann haben wir die schönen großen gereinigt, zuerst abgelutscht, dann gewaschen mit Seife, dann haben wir sie gebleicht in der Sonne und nach 3 Tagen haben wir mit dem Bohrer, da haben wir so vom Matador so Bohrer gehabt, mit Hand, verstehst du, drehen, und dann haben wir Löcher hineingemacht und mit Fischerschnur, also mit Zück, wie man sagen, mit diesen durchsichtigen, starken Nylonschnüren, haben wir eine Kette gemacht, ein Amulett, und dann haben wir es so getragen. Und dann waren wir ziemlich teich, und da waren wir total braun, verstehst du, oder manchmal von Spanien heimgekehrt, oder Italien. Da war es so dunkelbraun, und das hat schön ausgesehen, die weißen Hühnerknochen als Amulett. Und dann hatten wir von Hühnern und von anderen Vögeln, von Schwarzen, eine Indianertracht, verstehst? Die weißen Flauschfedern und die großen schwarzen Rabenfedern oder so. Da hatten wir die Indianer, den Häuptlingsschmuck selber gebaut. Und das Amulett war aus Knochen. Und wir waren ganz gebräunt. Und dann sind wir gegangen zum Militär oder hier zu einer Tankstelle und haben gebettelt, gib uns bitte um 5 Schilling oder noch günstiger einen großen Reifen. Da haben wir ihn aufblasen lassen. Und sind wir beim Stadtbach runtergefahren oder Zielgleich. Und da haben wir auch selber Floß gemacht, verstehst? Also ähnlich aus solchen Brettern, wie man heute die Paletten macht. Aber sehr groß. Also 4 bis 6 Quadratmeter. Haben wir Gaudi gehabt. Und einer hat mit einem Gewehr, das war ein bisschen ein Lumpengesindel, der hat mit dem Gewehr immer die Krebse erschossen. Also 20, 30 Zentimeter reingeschossen in die Erde, dass das Blut unter Seite gespritzt ist. Und da haben wir als Jugendlicher erkannt, wer ein bisschen ein verrohtes Herz hat und wer ein tapferer Bursch ist, auch lebendig, aber mildgesinnt, verstehst? Zum Beispiel heute ist es so, dass es ja keine Jagd, kaum mehr Fischen oder in der Natur eine Möglichkeit gibt, gratis sich was Schönes im Aufenthalten zu verdienen oder zu sammeln. Wilderei oder Jägerei oder Fischerei, das ist alles mit Geld verbunden. Und die Tiere sind ja schon ausgerottet, sodass es schade ist um jedes Stück. Und deshalb neigt der Mensch eher zu paraphilen, nekrophilen Satanisieren, also zum Spotten, verstehst? Während der andere sagt, ich möchte einmal im Leben in meiner eigenen Stadt, in der ich 4, 5 Jahrzehnte bittle, eine Minute mit jemandem sprechen, ein Mädchen oder irgendwas. Ah, und das kommt zu nichts, wirst nur ausgespottet und getreten, verstehst? Das sagt der andere, und ich habe was zu verkaufen und mache verkehrte Perversionen und so weiter, verstehst? Und das hat ja mit Homosexualität nichts zu tun, oder mit Homoerotik oder so, oder mit Heteroerotik, sondern einfach, es geht alles um Geld, um Perversion und um Ausnützen, verstehst? Und der andere, der sagt, er will ganz normal jemanden ohne Geld und so weiter, nur zur Liebe oder zum Reden und zum Musizieren einladen, der wird getreten, verspottet und auf menschenverachtende Weise heruntergeschlachtet. Und nach 5 Jahrzehnten gibt kein Mistprügel nach und setzt wieder nach. Die Gottlosigkeit.